In diesem Video erklären wir euch, wie ihr die Lagebeziehung zwischen zwei Geraden untersuchen könnt. Also, ob die beiden Geraden sich zum Beispiel schneiden oder ob sie parallel sind. Das kann man ohne Zeichnen durch reines Ausrechnen machen. Dafür müssen wir die Geraden natürlich zuerst einmal formal hinschreiben. Die blaue Gerade nennen wir H und die grüne Gerade G. Wie ihr bereits wissen solltet, ist jede Gerade eindeutig durch einen Aufpunkt und einen Richtungsvektor bestimmt. Den Aufpunkt der Gerade G nennen wir A und den Richtungsvektor U. G ist dann also gegeben durch A plus L mal U, wobei L irgendeine reelle Zahl ist. Für die Gerade H nennen wir den Aufpunkt B und den Richtungsvektor V. H ist also gegeben durch B plus M mal V. M ist hier wieder irgendeine reelle Zahl. Wenn ihr noch Probleme beim Aufstellen von Geraden habt und euch das jetzt zu schnell ging, dann solltet ihr euch das verlinkte Video zu Geraden ansehen. Wenn ihr jetzt herausfinden wollt, wie die beiden Geraden zueinander liegen, also ob sie sich zum Beispiel schneiden, dann können wir zuerst überlegen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Dazu erinnern wir uns an das zweidimensionale Koordinatensystem. Hier wissen wir bereits, welche Möglichkeiten es für die Lage von zwei Geraden gibt. Sie können entweder parallel sein oder sich schneiden oder aufeinander liegen. Überlegen wir uns, was hier jeweils für die Geraden gelten muss. Wenn die Geraden parallel sind, dann gibt es keinen Punkt, den sie gemeinsam haben. Wenn sie sich schneiden, dann haben sie genau einen Punkt gemeinsam. Und wenn sie aufeinander liegen, dann haben sie unendlich viele Punkte gemeinsam. Im Zweidimensionalen können wir Geraden mit der Koordinatengleichung über die Formel y gleich m mal x plus t beschreiben. Für g schreiben wir hier l mal x plus s. Wenn wir also den Schnittpunkt der beiden Geraden berechnen und dabei kein Ergebnis bekommen, dann wissen wir schon, dass die Geraden parallel sein müssen. Wenn wir unendlich viele Ergebnisse bekommen, dann liegen die Geraden aufeinander. Und wenn wir genau einen Schnittpunkt erhalten, dann wissen wir, dass sich die Geraden schneiden. Ein ähnliches Verfahren wollen wir jetzt auch für Geraden im dreidimensionalen Raum finden. Überlegen wir uns also zuerst einmal, welche Möglichkeiten es für die Lage der Geraden gibt. Nimmt man zum Beispiel diese Gerade. Wenn sie einen Punkt mit einer anderen Gerade gemeinsam hat, dann muss die andere Gerade diesen schneiden. Oder sie sind identisch. Wenn die beiden Geraden keinen gemeinsamen Punkt besitzen, dann könnten sie parallel sein. Diese drei Fälle haben wir ja auch schon im Zweidimensionalen gehabt. Im Dreidimensionalen müssen die Geraden allerdings nicht parallel sein, wenn sie keinen Punkt gemeinsam besitzen. Sie können nämlich auch so schief aneinander vorbeilaufen. Dann sagt man auch, dass die beiden Geraden windschief sind. Es gibt im Dreidimensionalen also vier verschiedene Möglichkeiten, wie zwei Geraden zueinander liegen können. Sie können entweder parallel sein oder identisch oder sich schneiden oder sie können windschief sein. Jetzt wissen wir also, welche Fälle es gibt und brauchen nun noch ein geschicktes Verfahren, wie man berechnen kann, welcher der vier Fälle vorliegt. Wenn die Geraden zum Beispiel parallel sind, dann wissen wir schon mal, dass sie keinen Punkt gemeinsam haben. Wenn wir uns jetzt noch die Richtungsvektoren anschauen, dann können wir sehen, dass diese dieselbe Richtung haben, also Vielfache voneinander sind. Auch die beiden identischen Geraden haben natürlich Richtungsvektoren. Die hier eingezeichneten Pfeile zeigen in die exakt entgegengesetzte Richtung. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben zwei Vektoren, die in entgegengesetzter Richtung zeigen, unterschiedliche Vorzeichen. Wenn man das Vorzeichen aber nicht beachtet, dann haben auch diese Vektoren die gleiche Richtung. Das bedeutet, dass auch hier die Vektoren der beiden Geraden Vielfache voneinander sein müssen. Wir nennen die Richtungsvektoren wieder wie oben U und V und können dann schreiben, U ist K mal V, wobei K irgendeine reelle Zahl ist. Wenn sich die Geraden schneiden sollen, dann müssen die Richtungsvektoren V und U unterschiedliche Richtungen haben. Und auch bei den windschiefen Geraden sind die Vektoren V und U unterschiedlich gerichtet. Hier sind die Vektoren also keine Vielfachen voneinander. Es gilt dann, U ist nicht K mal V für alle reellen Zahlen K.
Wenn man also die Lagebeziehung von zwei Geraden bestimmen will, dann kann man als erstes untersuchen, ob u gleich k mal v ist. K ist hier wieder irgendeine reelle Zahl. Wenn das stimmt, dann wissen wir schon mal, dass die Geraden entweder parallel oder identisch sein müssen. Wenn u nicht gleich k mal v ist, dann müssen sich die Geraden entweder schneiden oder sie sind windschief. Schauen wir uns jetzt den ersten Fall an. Nehmen wir also an, dass u und v Vielfache voneinander sind. Die Geraden sind dann entweder parallel oder identisch. Wir wissen, dass parallele Geraden keine gemeinsamen Punkte besitzen. Identische Geraden haben dagegen unendlich viele Punkte gemeinsam. Wir wollen also jetzt untersuchen, ob die beiden Geraden einen gemeinsamen Punkt besitzen. Grundsätzlich könnte man da natürlich einen beliebigen Punkt nehmen. Zum Rechnen ist es meistens am einfachsten, wenn man überprüft, ob der Aufpunkt der einen Gerade auf der anderen liegt. Wenn das stimmt, dann haben die Geraden ja sicher einen gemeinsamen Punkt und sie können schon nicht mehr parallel sein, müssen also identisch sein. In unserem Fall hier müssen wir darum überlegen, ob der Aufpunkt A der Geraden G auf der Geraden H liegt. Den Aufpunkt der Geraden H nennen wir wieder B. Wir müssen also prüfen, ob gilt, dass A gleich B plus M mal V ist. Wenn das stimmt, dann sind die Geraden identisch, also G gleich H. Wenn das nicht stimmt, dann sind die Geraden echt parallel. Schauen wir uns jetzt noch den anderen Fall an, wenn also die Richtungsvektoren keine Vielfachen voneinander sind. Dann ist klar, dass sich die Geraden entweder schneiden oder windschief sind. Entweder haben sie also einen Punkt gemeinsam oder nicht. Der gemeinsame Punkt muss aber hier im Unterschied zu gerade eben nicht der Aufpunkt sein. Man kann also nicht einfach wie vorhin überprüfen, ob a gleich b plus m mal v ist. Um den Schnittpunkt zu berechnen, muss hier nicht nur der Aufpunkt der Gerade g, sondern die ganze Gerade verwendet werden. Also müssen wir noch plus l mal u einfügen. Um jetzt herauszufinden, ob sich die Geraden schneiden oder ob sie windschief sind, muss man berechnen, ob a plus l mal v gleich b plus m mal u ist. Wenn das stimmt, dann schneiden sich die Geraden. Wenn das nicht stimmt, dann sind die Geraden windschief. Somit haben wir nun ein ganz konkretes Verfahren, wie man bestimmen kann, welche Lage zwei Geraden haben. Als erstes überprüft man, ob die Richtungsvektoren Vielfache voneinander sind. Wenn das stimmt, dann berechnet man, ob der Aufpunkt der einen Gerade auf der anderen liegt. Wenn die Richtungsvektoren keine Vielfachen voneinander sind, dann muss man überprüfen, ob sich die Geraden schneiden, indem man die beiden Geradengleichungen gleichsetzt und berechnet, ob ein Schnittpunkt existiert. Dieses Verfahren wollen wir jetzt noch an einem konkreten Beispiel anwenden. Es sind zwei Geraden gegeben. Die Gerade G lautet x gleich 1, 2, 3 plus l mal 3, 3, 3. Und die Gerade H ist gegeben durch x gleich minus 5 minus 3, 7 plus m mal 4, 3 minus 6. Die Aufgabenstellung lautet: Untersuchen Sie die gegenseitige Lage der Geraden G und H. Man soll also herausfinden, ob die Geraden parallel oder identisch sind. Oder ob sie sich schneiden oder ob sie windschief sind. Der erste Schritt ist, dass wir überprüfen, ob die Richtungsvektoren Vielfache voneinander sind, also ob u gleich k mal v ist. In unserem Fall ist jetzt u gleich dem Vektor 3, 3, 3 und v gleich dem Vektor 4, 3, minus 6. Wir müssen also überprüfen, ob es irgendeine reelle Zahl k gibt, sodass der Vektor 3, 3, 3 gleich k mal dem Vektor 4, 3, minus 6 ist. Dafür müsste also gelten, dass 3 gleich k mal 4 ist und 3 gleich k mal 3 ist und dass 3 gleich k mal minus 6 ist. Wir haben also drei Gleichungen, die man jetzt jeweils nach k auflösen kann. Dabei sollte für k immer das Gleiche rauskommen. Wenn nicht, dann sind die Vektoren keine Vielfachen voneinander. Wir beginnen mit der zweiten Gleichung. Hier sieht man sofort, dass k gleich 1 sein muss. Wenn wir jetzt k gleich 1 in die erste Gleichung einsetzen,
dann erhalten wir 3 gleich 1 mal 4. Das stimmt natürlich nicht. An dieser Stelle sehen wir also schon, dass die beiden Richtungsvektoren keine Vielfachen voneinander sind. Den ersten Schritt haben wir jetzt überprüft. U ist also nicht k mal v. Wir wissen darum bereits, dass die Geraden nicht parallel sind und auch nicht identisch. Das bedeutet, dass wir als zweiten Schritt überprüfen müssen, ob die Geraden einen Schnittpunkt haben. Wir berechnen dafür, ob a plus l mal u gleich b plus m mal v ist. Mit den gegebenen Geraden von oben bedeutet das, dass wir berechnen, ob der Vektor 1, 2, 3 plus l mal den Vektor 3, 3, 3 gleich dem Vektor minus 5 minus 3, 7 plus m mal den Vektor 4, 3 minus 6 ist. Man muss also die reellen Zahlen l und m bestimmen, die die Gleichung erfüllen. Dafür betrachten wir die Vektorgleichung zeilenweise. Für die erste Zeile bekommen wir also 1 plus 3l ist minus 5 plus 4m. Für die zweite Zeile ergibt sich dann 2 plus 3 mal l ist minus 3 plus 3 mal m. Und für die dritte Zeile bekommen wir noch 3 plus 3 mal l ist 7 plus minus 6 mal m. Diese drei Gleichungen bilden ein sogenanntes lineares Gleichungssystem für die beiden Parameter l und m. Dieses können wir jetzt mit den üblichen Methoden lösen. Als erstes benutzen wir das Additionsverfahren, indem wir die Gleichung 1 plus minus 1 mal die Gleichung 2 rechnen. Wir rechnen also 1 minus 2 ist minus 1, 3l minus 3l ist 0, minus 5 minus minus 3 ist minus 2 und 4m minus 3m ist m. Diese Gleichung kann man jetzt nach m auflösen. Wir rechnen plus 2 auf beiden Seiten. Auf der linken Seite bekommen wir dann 1 und rechts bleibt nur noch m übrig. Also muss m gleich 1 sein. Das wird jetzt in die erste Gleichung eingesetzt. Nehmen wir also die erste Gleichung und setzen m gleich 1. Diese Gleichung kann nun nach l aufgelöst werden. Die rechte Seite ergibt minus 1. Als nächstes rechnen wir auf beiden Seiten minus 1. Links bleiben die 3l stehen und rechts erhalten wir minus 2. Zum Schluss muss man noch durch 3 teilen. Dann ist l gleich minus 2 Drittel. Da wir die Gleichung 3 in unserer Rechnung bis jetzt nicht verwendet haben, wissen wir nicht, ob diese Werte auch für die letzte Gleichung stimmen. Darum müssen wir noch überprüfen, dass unsere Lösung auch für diese Gleichung stimmt. Wir müssen also als letztes noch m gleich 1 und l gleich minus 2 Drittel in die Gleichung 3 einsetzen. Auf der linken Seite steht dann 3 minus 2 und auf der rechten Seite 7 minus 6. Also 1 gleich 1. Das passt! Wir haben also eine eindeutige Lösung für das Gleichungssystem gefunden. Die Gleichung ist damit erfüllt. Somit wissen wir, dass es einen Schnittpunkt gibt. Die Geraden können darum nicht windschief sein, sondern müssen sich schneiden. Wie wir jetzt auch nochmal an dem Beispiel gesehen haben, kann man mit diesem Verfahren die Lage von zwei Geraden eindeutig bestimmen.